Die Machtpositionen in der Filmindustrie werden ja dadurch auch etwas umgangen, dass jeder jetzt etwas im Internet produzieren kann. Absolut, natürlich. Also die, die bis jetzt die Macht als Monopol für sich hatten, die müssen sich mit Sicherheit mal ein bisschen überdenken und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich finde es großartig, weil es an die Basis zurückgeht. Geht die Schere immer weiter auseinander zwischen Internetprojekten, die zum Teil über Crowdfunding finanziert werden, und den großen Kinofilmen? Also das scheint ja irgendwie so die Masche zu sein. Entweder richtig, richtig teuer für Sachen wie Iron Man 3 oder eben sehr konzeptig für wenig Geld. Und ich glaube, da kann Crowdfunding eine Menge auffangen, weil, glaube ich, viele smarte Projekte da so ein bisschen durchs Raster fallen momentan. Was ist Ihre Einschätzung des Themas Crowdfunding? Crowdfunding ist ein Tool, wie man ja neudeutsch sagt, das natürlich erst durchs Internet möglich geworden ist, auch durch Social Media. Ist ja super. Genug Leute, die einen Euro locker machen, und dann kann man was auf die Beine stellen, unabhängig von irgendwelchen großen Entscheidungsträgern. Das funktioniert eigentlich nur für Projekte, die von vornherein schon auch, also nur indem ich die Idee nenne, schon eine Öffentlichkeit wirksam auslöst, also auf eine Community stößt. Also da gibt es ja Beispiele, zum Beispiel so einen Film wie Keep Surfing. Und wir haben bei Iron Sky eben 1 Million über das Crowdfunding bekommen, 300.000 über Crowdfunding und 700.000 über Crowdinvesting. Und über Crowdsourcing haben die Fans eben uns mitgeholfen bei Spaceship-Entwicklungen. Wie schätzen Sie Crowdfunding ein? Ich finde Crowdfunding eine sehr, sehr interessante Methode, um Geld unabhängig von Senderbeteiligungen, unabhängig von Förderungen und unabhängig von den gängigen Wegen zu generieren. Ich finde es eine sehr brillante Idee, die großen Studios zu umgehen. Also ich glaube, der Hype ist größer als das, was wirklich passiert, aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Ich denke, ein Newcomer, der was machen will, der muss so leidenschaftlich überzeugt davon sein, dass er sagt, ist mir ganz egal, ich muss es machen.